Das Projekt preisbarometer.ch, das ja vom Bund finanziert wurde, steht vor dem Aus. Was denken Sie, warum das so ist? Sie finden überall und jederzeit reißerische Preise, sei das unverschämt hoch, sei das skandalös tief. Das finden Sie überall und immer. Der Approach der Konsumentenschutzkreise zusammen mit dem Bund, der das mitfinanziert hat, war von Anfang an falsch. Es war reißerisch und es hat nicht beigetragen zur Diskussion, was ist zu tun, dass die Preise sich angleichen, dass die Hochpreisinsel sich da etwas ändert. Da ist ein Preisbarometer völlig falsch. Man hätte viel früher schon über die Themen sprechen müssen, darüber sprechen, was ist zu tun und zu unternehmen, dass man da etwas ändert. Handel Schweiz ist daran gegangen und hat die Sache untersucht und festgestellt und mit weißepreise.ch auf einer Website aufgezeigt, mindestens im Falle von 500 Produkten des täglichen Gebrauchs, die in der Schweiz günstiger angeboten werden als im Ausland. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Beispielsweise schaut auch ein Hersteller von Land zu Land, wie die Konkurrenzsituation ist. Es gibt Momente, wo ein Hersteller Markt kauft, das heißt, er geht bewusst mit den Preisen runter, und um sich Marktanteile zu kaufen. In einem anderen Markt, wo er vielleicht fast eine Monopolstellung hat, ist er eher geneigt, die Preise zu erhöhen. Das ist von Produkt zu Produkt und Land zu Land unterschiedlich. Also die pauschale Verurteilung in der Schweiz ist alles teurer und der Handel würde sich einfach bereichern daran. Den haben wir schlüssig widerlegt.